Genau, ich bin hier, um Ihnen jetzt Impact vorzustellen. Wir haben gerade eben schon ein Feedback-Projekt gehört und einmal Ali. Und das ist so ein bisschen, Impact ist weniger ein Umsetzungsprojekt als ein Implementierungsprojekt. Denn alle schönen Projekte muss man auch irgendwie an die Unis dann bringen können. Und darum geht Impact primär. Wir sind auch ein BMBF-gefördertes Projekt mit einer 4-Jahres-Laufzeit. Und wir sind ein großer Verbund mit 5 Partnern. Das heißt Uni Frankfurt, Uni Berlin, die Humboldt-Uni wie Fernuniversität Hagen, Freie Universität Berlin und die Universität Bremen. Im Konkreten haben wir zum Ziel, KI-basiertes Feedback und Assessment und Trusted Inner Learning Analytics in Hochschulen zu implementieren. Das heißt, wie kriegen wir die ganzen tollen Sachen denn wirklich an die Hochschulen ran? An der Uni Frankfurt sind wir auch mit einem recht großen Team vertreten. Alle hier zu Sehenden sind dann später auch drüben zu sehen. Den können Sie dann Fragen über das Projekt stellen. Und um dieses große Ziel, Implementierung von KI-basiertem Feedback und Assessment mit Trusted Learning Analytics in Hochschulen umzusetzen, haben wir das Ganze in 6 große Arbeitspakete vorgestellt. Wie gesagt, es ist ein großes Projekt, der Verbund liefert viele Themen und Inhalte und Ideen und jeder arbeitet an seinen eigenen Sachen auch so ein bisschen. Und wir haben uns, um Ihnen das vorzustellen, hier einmal kurz der Überblick, mit was wir uns alles beschäftigen. Um Sachen an der Uni zu implementieren, gerade KI und Learning Management, geht es auch viel um Change Management und Rollout. Das heißt, was muss man betrachten, damit man Sachen an die Uni kriegt? Dafür haben wir Arbeitspaket 1. Da gibt es heute Fokusgruppen-Interviews. Sie haben die Frau Kube vielleicht schon rumlaufen sehen. Die macht heute den ganzen Tag Interviews mit Stakeholdern, die daran interessiert sind, wie kriegen wir KI und Learning Analytics an die Unis. Auch das Thema Ethik und Datenschutz ist eigentlich nicht wegzudenken, wenn wir über KI und Learning Analytics nachdenken. Also auch das ein Paket, das wir betrachten. Und im Grunde wollen wir einen Verhaltenskodex implementieren, um Trusted Learning Analytics unter Berücksichtigung von Ethical, Legal und Social Implications zu implementieren. Das sind natürlich Projekte, die gehen super uniübergreifend. Dafür sind diese 5 Partner, die wir haben, total stark. Wir schauen uns die Szenarien an allen 5 Unis an, arbeiten dann zusammen und es ist fast abzusehen, dass wenn wir es an diesen 5 Unis schaffen, diese Themen zu klären, dann ist das vielleicht eine gute Vorlage auch für alle anderen Unis in Deutschland. In AP3 ist dann jetzt beispielhaft für eine KI-Anwendung, die wir wirklich praktisch auch umsetzen möchten in dem Projekt, und zwar KI für die Studienorientierungs- und Eingangsphase. Im Kurzen, wir wollen Chatbots implementieren. Bei uns an der Uni und an vielen anderen Unis der Partner gibt es Online-Studienwahlassistenten. Das heißt, für die Leute, die sich für Studium interessieren, die sollen informiert werden, wie funktioniert Studium, was kann ich lernen und so weiter. Und wir haben bei uns die OSAs und da haben wir gedacht, es wäre doch schön, das Ganze, das Lernmaterial und die ganzen Informationsmaterialien in ein Chatbot zu bringen, dass die Leute dann mit diesem Chatbot kommunizieren können. Also das ist das Ziel davon. Heute mitgebracht haben wir dann auch drüben ein paar Demos und Ausblicke zu Chatblock-Technologien. Wie weit sind wir da, was können wir da versprechen, was wir tun möchten und so weiter. Arbeitspaket 4 deckt sich ein bisschen mit den Zielen von Heikoff. Es geht darum, wie kriegen wir so etwas, was zum Beispiel in Heikoff gemacht wird, dann wirklich auch an der Uni umgesetzt. Das heißt formatives Assessment und Feedback. Und es geht darum, halt formatives Feedback und Generierung von hochinformativem Feedback zu automatisieren durch KI. Wie bekommt man das dann? Das heißt auch, es werden Text- und Lernprozessdaten während eines Lernprozesses gesammelt. Und wie kann man das per KI verarbeiten und gutes Feedback dann generieren und an die Studenten zurückspielen? Dort läuft momentan eine Pilotstudie, die wollen wir Ihnen gerne vorstellen und können Sie Ihnen, wenn Sie rüberkommen, dann vorstellen. Und alle darin verwendeten Methoden und Ansätze werden wir Ihnen dann auch zeigen können, wenn Sie einfach rüberkommen. Das letzte praktische Arbeitspaket ist KI für summatives Assessment und Feedback. Im Gegensatz zu formativen Lernprozessen steht dann wirklich am Ende eine Note. Das heißt, da denken wir an Klausuren, hier an der Uni Frankfurt konkret an L+. Das Szenario, dass Freitextantworten in Klausuren sehr schwer zu korrigieren sind, kennt, glaube ich, jeder, der mal Freitextantworten gestellt hat. Gerade bei größeren Gruppen schwierig. Deswegen wollten wir untersuchen, was gibt es denn da für Möglichkeiten, teilautomatisierte Unterstützung bei der Auswertung von Freitextantworten zu bieten und eventuell sogar automatisiertes Feedback darauf zu erstellen, das zurückgegeben werden kann an die Studierenden. Ich denke, diese 3 praktischen Sachen sind schöne Beispiele für KI an Universitäten, wie sie benötigt wird. Um dem Ganzen einen Rahmen zu geben, haben wir noch das Arbeitspaket 6, Pilotierung, Evaluation und Implementierung. Und ja, wir machen halt eine Pilotstudie, eine Evaluationsstudie und bereiten dann halt wirklich diesen Rollout an der Universität vor, damit wir das nicht aus dem Auge verlieren, haben wir dafür ein eigenes Arbeitspaket. Da wir hier primär, also wir haben auch viele externe Gäste, aber primär aus der Uni Frankfurt sind, dachte ich, ich schreibe nochmal auf, was sind wirklich die konkreten Ziele für die Universität Frankfurt, die wir versuchen zu liefern in den Projekten. Ja, im Grunde die Etablierung von Trust Learning Analytics, das
dass man Learning Analytics halt auch trusted machen kann. Und im Grunde sollen dann da rauskommen Leitlinien und Empfehlungen zur Nutzung von KI-Technologien in der Lehre. Aus Arbeitspaket 3 soll ganz konkret rauskommen, wir arbeiten schon lange mit dem SLI zusammen, wie gesagt, die OSAs sind mit der Lernbar gemacht, den Goodie, den Chatbot haben Sie heute auch schon öfter gehört. Wir wollen die beiden Sachen zusammenbringen, verbessern, verschmelzen und damit auch den Studierenden helfen. Und eventuell, die Lernbar ist ja auch von Studium Digitale, Möglichkeiten zur Anreicherung von WBTs mit Chatbots machen. Das heißt, wenn wir Lernmaterial haben, wie kriegen wir das möglichst einfach in ein Chatbot rein? Ganz konkret in AP4, wir arbeiten mit Moodle, das heißt, dort wollen wir Möglichkeiten bereitstellen, formative Lernprozesse besser zu begleiten. Und in AP5 arbeiten wir konkret mit L+ zusammen und möchten dort halt diesen Textbewertungsprozess überarbeiten mit L+ zusammen. Genau. Ein schneller Überblick über 5 Universitäten, die alle an diesem Thema arbeiten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind dann ganz drüben auf der anderen Seite, Raum 811, und haben für jedes AP einen Stand vorbereitet. Wenn Sie eins von diesen 3 Hauptthemen interessiert, Chatbot, formativ oder summatives Assessment, kommen Sie einfach vorbei und dann erklären wir Ihnen oder erzählen Ihnen mehr darüber. Dankeschön.